Herzlich willkommen zu einer weiteren Herrenrunde. Letzte Woche hat es leider nicht gepasst. Umso mehr freue ich mich heute, Peter Pilz und Ramin Pemani zu begrüßen. Hi. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Wir haben uns ja wieder einige Themen ausgesucht und Peter wollte gerne die Schweiz thematisieren. Viele Leute sind ja auch sehr neidisch, wenn es um demokratische Errungenschaften geht, dass die Schweizer da ein bisschen besser dran sind. Wie sieht's aus, Peter? Ja, also es gab ja letzte Woche, es baute sich ja dann so auf mit, wie soll man sagen, einigen Nachrichten in der Couleur, dass es hieß, die Schweiz läuft auf einen Showdown mit der EU zu. Und dann auf einmal, wundersamerweise, aus heiterem Himmel hieß es plötzlich, die Schweiz hätte die Verhandlungen zu einer stärkeren Einbindung der Schweiz in die Europäische Union abgebrochen. Nach einer kurzen Schocksekunde, die Meldung schlug durch, hatte ich den Eindruck, als ob man das versucht hat, so schnell wie möglich mit solchen Asbestblankets, so Asbestdecken auszutreten, dass das Feuer also nicht quasi groß aufflammt. Das war nur ganz kurz wahrnehmbar und auch wenn ich mit Leuten so gesprochen habe, die meisten haben das gar nicht richtig mitbekommen. Also das wurde relativ schnell auf kleine Flamme runtergedreht. Was war passiert? Die Schweizer mit den Briten zusammen, eine der ältesten Demokratien, die das Glück haben, auch über eine direkte Demokratie zu verfügen, haben es sich doch tatsächlich herausgenommen, nicht für ein Rahmenabkommen oder eine weitere Verstärkung des bisherigen Rahmenabkommens zu stimmen. Was war der Grund? 1:1 deckungsgleich zum Vereinigten Königreich. Die Schweizer wollten sich nicht dem Europäischen Gerichtshof unterordnen. Die Schweizer wollten nicht einen Sozialtransfer. Das heißt, dass jeder EU-Bürger erstens mal die totale uneingeschränkte Niederlassungsfreiheit unabhängig von der Qualifikation genießt. Und die Schweizer wollten auch nicht, dass jeder sofort Anspruch auf Sozialleistungen hat. Ich gebe das klassische Beispiel. Es kommt ein wie auch immer gearteter Arbeitnehmer aus Rumänien oder aus Polen oder sonst woher, geht einer Tätigkeit nach und überweist dann für 10 oder 5 oder 3 oder 2 Kinder das Kindergeld direkt nach Hause. Ja, da gab es dann relativ schnell eine Absage, das war nicht vereinbar, die Schweizer haben nicht mitgemacht, der Aufschrei war kurz und dann hat man nichts mehr gehört. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz einen Bogen schlagen zum Brexit. Es gleicht sich ja wie ein Zwilling dem anderen. Aber ich bin auch gerade dabei, mich mit dem Thema noch ein bisschen in Retrospekt auseinanderzusetzen. Es gibt da ein sehr, sehr gutes Buch, was ich vielleicht nachher noch mal was wir verlinken können als Buchtipp-Empfehlung. Und es wurde ja Boris Johnson oft und lange der Vorwurf gemacht, dass er quasi Artikel im Januar veröffentlicht hätte, wo er sich als Remainer geoutet hat. Und dann hätte er quasi, weil es ihm opportunistisch erschien oder weil sich bessere Chancen versprochen hätte, ist er dann ins Brexit-Lager übergewechselt. Und er hat ja wirklich bis wenige Stunden vor seiner öffentlichen Bekanntgabe, in welches Lager er geht, mit sich selbst gehadert. Und der eigentliche Ausschlag war ein Vorgang, als er noch Bürgermeister von London war. Es kam über die Zeit zu sehr vielen Fahrradunfällen, wo Fahrradfahrer zu Tode gekommen sind in London durch den toten Winkel der Lastwagen. Und er wollte dann eine entsprechende Modifikation und ein Gesetz erlassen. Und das war nicht möglich, weil es gegen EU-Recht verstoßen hätte. Und er konnte es gar nicht begreifen. Und seine zweite Frau damals ist eine hoch angesehene, sehr professionelle Anwältin, hat sie gefragt, wie kann das möglich sein? Und die hat sich dann über Wochen und Monate mit dem EU-Recht und dem Europäischen Gerichtshof auseinandergesetzt. Und sie hat gesagt, das EU-Recht ist absolut höherwertig und stärker anzuordnen als das britische Recht. Und wenn das britische Parlament demokratisch ein Gesetz erlässt und es verstößt gegen EU-Recht, dann würde die EU juristisch gegen Großbritannien vorgehen. Man hat also keinerlei Einflussmöglichkeit. Und dieser Sachverhalt, der eigentlich relativ spät erst in dieser Klarheit ihm bewusst geworden ist, hat dann dazu geführt, dass er gesagt hat, ich unterstütze den Brexit, weil es ist nicht hinnehmbar. Es kann nicht sein, dass eine Institution wie die EU in Brüssel über unser demokratisches Parlament und unsere demokratische Entscheidung sich hinwegsetzt und mehr Recht und mehr Stärke angesiedelt ist. Ja.
Soweit zur Schweiz. Dann gibt es ja noch weitere spannende Themen, die wir auch letzte Woche schon behandeln wollten. Krisen schaffen. Ne, Krisen vorbeugen, lese ich hier gerade vor. Perspektiven schaffen, Menschen schützen. Was war das denn für ein freudscher Versprecher? Ich blende das einfach mal. Mal ein, also das war jetzt wirklich keine Absicht, sondern das ist mir tatsächlich jetzt so. Genau. Ja. Ein wunderbares Thema. Vielleicht kannst du mal ein bisschen runterscrollen, dass wir mal kurz über das Inhaltsverzeichnis hier drüber gehen. Es hat in Berlin eine Fachkommission getagt zu Fluchtursachen, die Fachkommission zu Fluchtursachen in der Bundesregierung. Dann werden also diese ganzen Fluchtursachen aufgezählt, in wirtschaftliche, soziale Perspektive, hier steht ja Perspektivlosigkeit, demografischer Druck, Umweltzerstörung. Also wenn ich hier lese, demografischer Druck, dann würde mir sofort Empfängnisverhütung einfallen. Selbstzerstörung oder man Oh. könnte auch sagen Maß halten. Das ist dann mehr eigentlich beim Papst angesiedelt, aber ich sage mal einfach Geburtenkontrolle, ja. Schleusernetzwerke, dagegen wird nicht vorgegangen. Und dann geht es schon darum, hier ressortübergreifende Strategien entwickeln, umsetzen, multilateral vorantreiben. Und dann deutsche Rolle in der Umsetzung ziviler Ansätze der Krisenprävention und Konfliktbearbeitung stärken. Wenn du mal hier weiter scrollst, das geht ja gerade so weiter. Und die Empfehlung, hier unten haben wir es auch, wenn du mal kurz anhältst, Klimawandel aufhalten, der alte Dauerbrenner, Flüchtlinge und Aufnahmeländer schützen, deutsche und europäische Flucht- und Migrationspolitik menschlich und kohärent gestalten, legale Zuwanderungswege ausbauen, Einhaltung des Rechts an den EU-Außengrenzen gewährleisten. Ja, das ist ja klar, was das bedeutet. Das bedeutet nicht Außengrenzen schützen, sondern als Außengrenzen penetrieren und durchlässig machen. Ja. Und dann Migration partnerschaftlich gestalten und Allianzen schaffen. Also im Wesentlichen lehnt diese Studie an den UN-Migrationspakt an, der ja seinerzeit aufgrund von Initiative der Bundesregierung ins Leben gerufen wurde. Und die Kommission, wenn du nochmal weiter guckst nach unten, das sind ja zwei CSU-Mitgliederinnen, die dem da vorstehen hier. Genau, das muss ich auch mal reintun. Die Damen von der CSU, das hätte es früher alles nicht gegeben. Und um es kurz zu machen, die Empfehlung der Kommission ist, dass Deutschland 0,05 deiner eigenen Bevölkerung jährlich an Migranten aufnimmt, unabhängig von der Qualifikation. Ich kann mir gut vorstellen, dass Deutschland wieder mal einen Alleingang macht. Die anderen europäischen Staaten werden der Empfehlung nicht folgen. Und ich sehe es jetzt schon, dass Deutschland die anderen Kontingente mit auch aufnimmt. Jetzt könnte man natürlich sagen, 40.000 pro Jahr, geringe Zahl, ist ja nicht so viel. Nur, das ist ja bildlich gesprochen im Prinzip wie dieses legendäre Reiskorn mit dem Schachbrett. Also, ob ich jetzt 40.000 in Familien bei den Reproduktionsraten ins Land hole oder 40.000 junge Männer, die ihre Familien dazu holen, das wird einen extremen Einfluss haben auf die Bevölkerungszusammensetzung in Deutschland. Da braucht man sich überhaupt gar nichts vormachen. 40.000, wenn man die an einem Ort konzentriert, da hast du gleich zwei Kreishauptstädte oder Kreisstädte mit Landkreis drumherum. Da wohnen in manchen Gebieten nicht mal 20.000 Ja Menschen gut, und das ist ja nicht zusammen. das Einzige. Die wollen ja nicht irgendwo draußen in die Pampa, die wollen ja in den Städten. Die wollen ja auch was erleben. Da sind wir ja wieder beim Thema Mietendeckel, da sind wir ja wieder beim Thema Wohnungsnot. Da hat ja auch in letzter Zeit relativ oft und relativ scharf, man würde es ja kaum für möglich halten, ja, aber Sarah Wagenknecht, Mitglied der Partei Die Linke, entsprechend scharfes Geschütz aufgefahren und hat also eindeutig die Fehler oder die Schwierigkeiten, die damit im Zusammenhang stehen, benannt. Das wird den Wohnungsmarkt extrem unter Druck setzen und extrem belasten. Und wir haben ja jetzt noch mal gleich eine schöne Maßgabe gehabt. Das war jetzt vor 2 Tagen. Hat die CDU mit zugestimmt?
dass quasi zukünftig bei Energiekostenerhöhungen der Vermieter 50% der Kosten davon tragen muss. Wir sind also schon wieder einen Schritt weiter bei der schrittweisen Enteignung von Wohnungseigentümern und Vermietern. Ich Ja, will es noch ist. mal auf den demografischen Druck zurückkommen, von dem du eben sprachst, Peter, der da in dem Papier genannt ist. Dazu muss man natürlich auch sagen, der führt ja eben gerade leider dazu, dass man Menschen ins Land holen möchte, die besonders bekannt sind für ihre Reproduktionstätigkeit, weil einfach dort aufgrund anderer sozialer Umstände völlig andere Notwendigkeit besteht, auch Nachwuchs zu haben. Die Kinder, die dann eben sozusagen die Alten irgendwo über Wasser halten, pflegen oder sonst was, das sind ja in diesen Stammesstrukturen noch völlig andere Denkmuster und auch andere Lebensformen. Es ist natürlich klar, dass wenn man diese Menschen nach Deutschland holt und die sich hier einige Jahre im besten Falle integrieren, aber zumindest aufhalten, dass die natürlich ihre tradierten Überlegungen der Reproduktion verändern. Das heißt, es ist im Grunde ja gerade der Unsinn, der auch hinter dieser Überlegung steckt, dass man den demografischen Wandel in Deutschland sozusagen dem entgegenwirken könnte, der Überalterung der Gesellschaft entgegenwirken könnte, indem man nun also lauter Menschen ins Land holt, die dort, wo sie jetzt leben, viele Kinder haben. Das ist eben gerade nicht der Fall. Und das zeigen ja auch schon im Grunde die empirischen Daten, dass Migranten in Deutschland selbst dann eben nicht mehr die gleichen Geburtenraten haben, die sie in ihren Heimatländern hatten. Eine Ausnahme muss man da machen, wo die Migranten aus dem arabisch-islamischen Kulturkreis kommen. Dort spielen noch viele andere Überlegungen eine Rolle, über die wir ja auch schon öfter mal gesprochen haben. Aber grundsätzlich, ist natürlich schon die Frage, ob es eine gute Idee ist, das aus dem Ausland zu befördern. Die Chinesen gehen jetzt einen anderen Weg. Die Chinesen haben ihre Zwei-Kind-Politik aufgegeben, weil sie eben praktisch keine Einwanderung haben und festgestellt haben, dass das für sie schädlich ist, wenn eben nicht mehr genug Kinder zur Welt kommen. Vielleicht wäre es in Deutschland auch einfach mal eine Überlegung, das Kinderkriegen wieder attraktiver zu machen, indem zum Beispiel der Staat sich nicht alles holt, was Menschen überhaupt noch haben. Und vielleicht Familien dadurch in der Lage sind, so wie das vor 30 Jahren noch der Fall war, dass nur ein Elternteil arbeiten gehen muss. In dem Moment ist natürlich auch die Neigung, Kinder zu haben, weil man sich kümmern kann, Zeit hat und weil man es finanziell stemmen kann, eine ganz andere. Also statt dass man aus dem Ausland ständig Menschen hierher holt, die in der Regel erst einmal integriert werden müssen, und im Zweifelsfalle auch gar nicht gebildet sind in den Berufen, in denen man sie braucht, sollte man vielleicht doch mal drüber nachdenken. Im Moment ist es ja schwer, in Mode von China zu lernen, ob es nicht Sinn macht, mit Prämien will ich nicht anfangen, ob es nicht Sinn macht, die heimischen Familien erstmal zu stärken. Ja, ich habe dazu hier noch was. Ich lese das mal kurz vor. Das ist ganz spannend, auch hinsichtlich der sogenannten Corona-Pandemie. Ende 2020 haben in Deutschland nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts 83,2 Millionen Menschen gelebt. Und erstmals seit 2011 hat die Bevölkerungszahl nicht zugenommen. Liegt aber nicht an der Pandemie, sondern liegt eben an den Reisebeschränkungen angeblich. Es seien weniger Menschen nach Deutschland gekommen. Die Nettoeinwanderung ist geringer ausgefallen. Und in verschiedenen Entwicklungsländern, da macht man sich Sorgen, dass wegen der Einschränkungen, ich weiß gar nicht, wie die da sind, und der geschlossenen Schulen die Teenager-Schwangerschaften wieder zunehmen würden, also die Geburtenrate hochschnellen könnte. Und man muss diesen Menschen jetzt sofort helfen, die muss man jetzt sofort hierher holen. Was denn das für eine Einstellung? Wiederum, das ist auch wieder diese Doppelmoral, ja. Also die afrikanischen jungen Frauen, ja, in Saft und Kraft stehen, die dürfen in ihren eigenen Herkunftsländern, dürfen die keinen Nachwuchs gebären, weil der ja dann angeblich schlechtere Chancen hat und ungebildet und ich weiß nicht was, was das für Menschenbild, was dahinter steckt, ja. Und dann holt man diese Leute hierher und deren ökologischer Fingerabdruck, der vergrößert sich ja nicht um das Doppelte, sondern um das
Ich glaube, um das 40-fache habe ich mal irgendwann mal in so einer groben Rechnung ausgerechnet, wenn man das mal alles unterm Strich zusammenzählt, was dann dabei herauskommt. Ja. Und wer sagt eigentlich, dass sich eine Bevölkerung analog zu einer Firma nicht einfach auch mal gesund schrumpfen kann? Müssen wirklich 83 Millionen Menschen in Deutschland leben? Kann man nicht einfach mal sagen, so, dann lieber Klasse statt Masse? Ja, du hast ja recht. Und einen Punkt, den muss ich nochmal betonen, weil den du gerade so in einem Nebensatz geäußert hast, der ist aber wirklich für mich zentral. Das ist ja auch im Grunde eines der Beispiele der grünen Doppelmoral, dass man einerseits die Migration befördern will und andererseits selbstverständlich dadurch den klimaschädlichen Anteil des Menschen, wenn man ihn denn überhaupt so definieren möchte, vergrößert. Weil es macht einen Unterschied, ob eine fünfköpfige oder eine zehnköpfige Familie in einer Behausung in Afrika wohnt, in ärmlichen Verhältnissen, mit wenig Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, die über das hinausgehen, was die Natur dort bietet, oder ob diese Familie in Deutschland oder überhaupt irgendwo in Europa plötzlich Zugang hat zu allen möglichen Infrastrukturen, multimedialen Angeboten, bis hin eben auch zu der vermutlichen Ernährungsumstellung. Also da sind ja alle die grünen Themen betroffen, für die wir uns hier zurückhalten sollen, wo wir sparen sollen, wo wir klimafreundlicher sein sollen. Und auf der anderen Seite importiert man den Klimawandel dann wieder aus anderen Ländern, weil man ihn befeuert durch Menschen, die in der großen Zahl, in der das passiert, dann plötzlich einen spürbaren Beitrag zum Klimawandel leisten, den sie vorher gar nicht geleistet haben. Also hier beißt sich der Hund in den Schwanz und die ganze Widersprüchlichkeit wird offenbar. Wir haben ja im Prinzip zwei Dinge. Du hast es ja vorhin ganz gut angebracht. Also man kann den Wohlstand einer Gesellschaft und die Anzahl der Familienmitglieder am besten, also den Wohlstand anheben und die Anzahl der Kinder dadurch senken, indem es einen gesunden Mittelstand gibt und indem eine Gesellschaft, sagen wir mal, einen generell höheren Lebensstandard erzielt. Wenn ich jetzt natürlich, weil wie du ja vorhin gesagt hast, die brauchen die vielen Kinder, damit sie die Alten dann versorgen. Ja, ist so. Wenn ich jetzt natürlich die Leute hierher bringe, dann ist, wie ihr schon richtig gesagt habt, wird der Klimafootprint wesentlich größer. Es steigt der Druck in den Ballungsräumen auf den Wohnungsmarkt und gleichzeitig durch die Verteuerung der Kosten für Klima, Energie, Strom, Benzin können sich die Leute noch nicht einmal mehr, weil sie an den Stadtrand ausweichen müssen, auch dort keine Wohnung oder kein bezahlbares Haus mehr leisten, um dann dort ein oder mehr oder drei Kinder haben zu können. Das geht gar nicht, weil das Risiko ist viel zu groß, dass wenn ich mir ein günstiges Haus am Land kaufe, dass ich dann vielleicht gar nicht mehr wegkomme, weil ich das Auto gar nicht mehr bezahlen kann oder mit dem Auto gar nicht mehr selbst zur S-Bahn fahren kann. Ja? Also das heißt, die ganzen Maßnahmen sind noch nicht mal bis zum Ende gedacht, sondern die schaffen es ja noch nicht mal über die Mitte hinaus. Ich glaube sogar, dass sie zu Ende gedacht sind, Peter. Da würde ich dir widersprechen. Ich glaube, dass das ganz bewusste politische Vorgänge sind. Die Grünen sind ja im Grunde mit einem großen Ziel unterwegs. Das ist die Deindustrialisierung. Das ist das Zerschlagen aller wirtschaftlichen Strukturen. Und die Grünen leben im Grunde in dieser Traumwelt, die Kolchose wieder einzuführen. Und jeden im Grunde nur noch mit seiner Hände Arbeit auf dem Acker oder in irgendeiner Werkstatt, in der er irgendwelche Güter herstellt, anzustellen. Das ist das große Problem der Grünen. Das ist also nicht eine Frage, dass man das nicht in der Lage ist zu durchschauen, sondern ganz im Gegenteil. Und das macht die Grünen aus meiner Sicht ja auch so gefährlich, dass das eine ganz bewusste politische Strategie ist. Die Fußtruppen der Chinesen, die dann die paar verbliebenen Großkonzerne einfach aufkaufen, wenn der Mittelstand weg ist und das war's. In Frankreich, es gibt ja schon viele französische Weinsorten, da steht längst China irgendwo im Etikett Ja, drin. das in jedem Falle. Wobei die Grünen würde ich jetzt nicht als Handlanger der Chinesen sehen. Die Grünen sind einfach nur Marxisten. Das sind im Grunde im Kern marxistische Überlegungen, die da zugrunde liegen.
Und es ist ja auch deswegen kein Zufall, dass unsere grüne Kanzlerin genau diese Politik im Grunde auch betreibt. Habt ihr mal in WGs gelebt? Fällt mir so nebenbei ein. Das wird ja auch immer so als Vorbild, ne, als vorbildlich gesehen, so in der WG leben, so wie die Studenten und so weiter. Und unterhält man sich mal dann mit Leuten, wie das denn dann wirklich gewesen ist. Das hat nicht funktioniert. Das ist immer ein A dabei, der den Kühlschrank leer frisst, der die Toilette nicht sauber macht und sonst irgendwie etwas. Und es sind ja Zwangsgemeinschaften oder Zweckgemeinschaften, weil Gemeinschaft. man sich als Student das überhaupt nicht leisten kann. Dieses Ideal, was die dann da immer so daraus machen, das gibt es überhaupt nicht. Kein Mensch hat Bock darauf, mit anderen Leuten, die er nicht kennt, irgendwo zu wohnen. Und wenn ich mir, ich habe neulich so eine Tankstelle gesehen mit so einem Carsharing-Auto. So ein Ding, da würde ich mich freiwillig nicht reinsetzen. Und nicht mitfahren wollen oder sowas. Was meinst du, wenn das irgendwann mal so weit ist, dass das so ist? Du musst dann einen Antrag ausfüllen oder über eine App bestellst du dir das Auto und so weiter. Das wird alles nicht funktionieren, diese ganzen Kolchose oder WG-Träumer, was die da sich alles so denken. Also, oh, Das also, funktioniert ja nicht mal in der eigenen Familie. Da müssen wir ja ja. gar nicht so weit gehen, dass man Fremde einbezieht. Wer schon mal das Vergnügen hatte, über 3 Feiertage an Weihnachten oder an anderen Gelegenheiten über ein langes Wochenende mit einer größeren Zahl eigener Familienmitglieder, vielleicht auch aus verschiedenen Haushalten, in irgendeiner Art von Umgebung zusammen gezwungen zu sein, der kennt den Effekt, der sich so nach den ersten 1,5 Tagen einstellt. Man kann Menschen nicht zwingen, zusammen sein zu wollen, und schon gar nicht kann man sie zwangsverheiraten. Und da sind wir ja schon wieder bei der EU, von der wir am Anfang gesprochen haben. Die EU ist ja das klassische Beispiel gescheiterter Zwangsehen. Funktioniert aber in ganzen Gesellschaften, weil der Zwang, der Druck einfach noch so groß ist. Also bei Zwangsehen zwischen richtigen Ehepartnern, die natürlich auch nicht gleichberechtigt miteinander. Genau, das ist der entscheidende Punkt. Zwangsehen funktionieren nur deshalb, weil ein Partner keine Rechte hat. Ja. Genau, ja, gezwungen wird. Und im Prinzip haben wir ja das im großen Maßstab auch mit der EU. Die einzelnen Mitgliedstaaten oder die Bürger in den Mitgliedstaaten haben ja ihre Rechte abgegeben, auch wenn die meisten das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben. Aber letztendlich ist es ein Zwangsharem, um das mal so zu sagen. Ja, wir haben den Sultan, den Großvezier in Brüssel sitzen und wir haben dann die Haremsdamen. Das sind die einzelnen Nationalstaaten, die machen müssen, was da vorgeschrieben wird. Und ich bin mir nach wie vor sicher, ein Gros der Bürger ist sich dessen gar nicht so sehr bewusst. Und ich glaube auch, dass das zu erheblichen Verwerfungen führen würde, wenn das den Leuten mal ein bisschen klarer wird. Weil, wie gesagt, wir sind bei dem Punkt, wenn die EU was vorschreibt, der einzelne Nationalstaat hat keine Chance mehr, sich dagegen zu wehren. Und auch das wird man versuchen auszurupfen, um das mal so zu sagen. Ja? Das wird noch, also das Schweizer Beispiel wird Konsequenzen haben. Es ist deshalb auch so still innerhalb der EU geworden, weil man, glaube ich, jetzt Maßnahmen trifft, um vorzubeugen, dass andere anfangen, da Fragen zu stellen. Ja, die Maßnahmen hat man ja schon getroffen. Im Grunde hat man ja die Eurobonds eingeführt über den Umweg Corona. Das 750 Milliarden Paket, was dort jetzt geschnürt ist, was ja jetzt von allen EU-Staaten ratifiziert worden ist und jetzt die ersten Auszahlungen ausgelöst hat, das ist ja im Grunde nur einem Ziel geschuldet. Hier geht es nicht darum, in Not geratenen Staaten zu helfen, die in Corona besonders gelitten haben. Das ist natürlich alles Quatsch. Da gibt es sicherlich in Deutschland viele Millionen Menschen, die lassen sich so einen Blödsinn von Tagesschau und heute einreden. Es ist natürlich Unfug. Das Einzige, worum es hier geht, das ist Schmiergeld. Da liegt ein riesiger Topf mit 750 Milliarden Euro Schmiergeld. Und wo immer in irgendeinem Land separatistische Strömungen erkennbar sind, und da sind wir bei den Südländern ja schnell mal, dass die das nicht so richtig toll finden, dass sie immer in Europa eigentlich nicht genug von anderen abkassieren. Immer da, wo sich was rührt, zum Beispiel jetzt Frankreich, da gibt es zufällig eine Nationalratswahl nächstes Jahr. Zum Beispiel Italien, wo auch immer mal so separatistische Strömungen auftreten. In Spanien haben wir es jetzt auch, dass Katalonien da so ein bisschen ausschert. Überall da also,
wo man erkennt aus Sicht der Brüsseler Clique, dass da was aus dem Ruder laufen könnte, wirft man die Milliarden hin. Das ist im Grunde das Perfide daran. Und noch schlimmer ist, dass nach dem Austritt Großbritanniens Deutschland mit ganz wenigen, aber als Hauptzahler das Ganze finanzieren muss. Ja, Finanzen, du sagst es, geht ja auch noch bei einem anderen Thema um Finanzen, und zwar diesen Völkermord oder die Anerkennung des Völkermordes an den Menschen in Namibia, lese ich hier gerade. Das schreibt die evangelische Kirche in Deutschland, aber es geht gar nicht um Namibia, sondern um die Herero zur Zeit der deutschen Kolonien des Kaiserreichs. Ein Riesenfass, was da aufgemacht wird, und Deutschland ist natürlich wieder ganz, ganz böse. Was mich dabei besonders stört, ist, dass es dann heißt, der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts geht auf das Konto der Deutschen. Und wir haben es ja vorhin schon mal, das wollte ich jetzt hier nur mal kurz einblenden und muss hier auf das richtige Dingen klicken. Während dieser Völkermord da oder das, was da in Namibia, im heutigen Namibia, natürlich überhaupt nicht zu rechtfertigen gewesen ist, aus heutiger Sicht geschehen ist, spielte sich in der belgischen Kolonie Kongo das sogenannte Kongo-Gräuel ab. Und da sind so, wo haben wir denn hier die Zahlen? Ich hatte es doch gerade. Es wird geschätzt, dass 8 bis 10 Millionen Kongolesen den Tod fanden, etwa die Hälfte der damaligen Bevölkerung. Dabei kam es massenhaft zu Geiselnahmen, Tötungen, Verstümmelungen und Vergewaltigungen. Und ja, das belgische Königshaus, ich glaube, hat bis heute noch nicht wirklich etwas dazu gesagt. Und ja, der Kongo, Belgisch Kongo ist ja auch noch gar nicht so lange unabhängig, ne, vom Mutterland Belgien. Solche Dinge, die werden dann natürlich gerne unterschlagen. Ich halte zwar nichts von diesem Gegeneinander aufrechnen, guck mal, was haben die gemacht, aber was hat so zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch, hat es die letzten Indianer Stämme in den USA und in Kanada vor allen Dingen jetzt ja auch gerade wieder ein Thema endgültig zerrieben, dass die ihren Widerstand aufgegeben haben. Das sind auch Völker gewesen, von denen viele nicht mehr da geblieben sind. Darüber reden wir nicht. Und hier geht es ja auch wieder um Milliardenbeträge und Dinge, die zu dieser Zeit eigentlich von jeder europäischen Großmacht begangen worden sind. Und ausgerechnet Deutschland muss jetzt mal wieder den ja nicht Märtyrer abgeben, sondern muss sich da in Selbstgeißelung ergehen. Wolfgang, wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, ja, also zum einen war Belgisch-Kongo nie Eigentum oder Kolonialgebiet Belgiens, also es war persönlicher Privatbesitz des belgischen Königs. Mal das Erste. Ja. Zur anderen Geschichte, die Sache im ehemaligen Schutzgebiet Deutsch-Südwestafrika oder im jetzigen Namibia ist wesentlich komplizierter, weil durch das Anerkennen eines Völkermordes öffnet man natürlich Tür und Tor für jede Art von Forderungen gegen Deutschland in der Gegenwart. Die Dinge, die damals passiert sind, waren unter der Leitung des Deutschen Kaiserreichs, was ja im Prinzip, wann ist es untergegangen? Das Deutsche, ja, 1919, nach der Abdankung des Kaisers, hat das Kaiserreich aufgehört zu existieren. Gut, jetzt kann man sagen, Deutschland ist der Rechtsnachfolger. Aber um das mal ein bisschen weiterzufassen, du hast ja hier andere Beispiele aufgezählt, aber ich will einfach mal in die Details reingehen. Zum einen war es so, es war kein Völkermord, sondern es war ein Kriegsverbrechen. Das ist ein Unterschied. Ja. De facto ist es so, es gibt keinen Krieg ohne Kriegsverbrechen. Zweitens ist es so, dass es zu Auseinandersetzungen kam zwischen deutschen Siedlern und den Stammesangehörigen der Herero. Die Situation ist dann eskaliert. Die Hereros haben also weiße Frauen umgebracht, die haben deutsche Siedler umgebracht. Und daraufhin hat dann der dortige Militärgouverneur oder der für die Schutztruppe zuständig war, der General von Trotha, hat gesagt zu den Hereros,
wir verweisen euch des Landes, ihr dürft keinen Fuß mehr in das Land setzen, sonst werden wir euch töten. Daraufhin wurden wir in die Wüste getrieben, ohne Wasser und sind dann gestorben. Was man aber auch immer gerne vergisst, dass die damalige Aktion im Deutschen Kaiserreich für erhebliche Empörung gesorgt hat. Also das ist nicht einfach so weggedrückt worden. Die deutsche Öffentlichkeit, die deutsche Presse hat davon Wind bekommen und das gab dann einen entsprechenden Aufschrei. Also die deutsche Volksseele war damit nicht so richtig einverstanden. Also man könnte ja meinen, alle hätten gejubelt, ist aber nicht so. Und der nächste ganz, ganz wesentliche Punkt ist, Afrika in den heutigen Grenzen ist ja ein Produkt der Kolonialgeschichte. Das heißt, die Kolonialmächte kamen und haben eine Linie von A nach B gezogen. Und auf der einen Seite war es britisch oder deutsch oder französisch, und auf der anderen Seite war es eben dann die andere Kolonialmacht. Die Konsequenz war, dass teilweise Stämme, die zusammengehörten, getrennt wurden oder Stämme, die überhaupt sich nicht ausstehen konnten und nicht zusammengepasst haben, in einem Kolonialgebiet zusammengepfercht worden sind. Nach der Unabhängigkeit haben dann diese unterschiedlichen Stämme, mussten dann eine Regierung bilden. Und es ist nach wie vor eines der Hauptprobleme heute in Afrika, dass wenn diese Stämme untereinander nicht können oder der stärkste Stamm, der hat dann das Sagen. Und der bevorzugt eben seine Stammesmitglieder gegenüber den anderen. Und ich weiß es, ich war oft genug in Namibia, ein wunderschönes Land, ein wunderbares Reiseland mit wunderbaren Leuten und Menschen. Ich kann es nur empfehlen. Aber die anderen Stämme haben eine Reparationszahlung Deutschlands an die Hereros immer abgelehnt. Und haben gesagt, bitte tut das nicht, weil wenn ihr das macht, dann werden die Hereros so bevorzugt und bevorteilt. Das ganze Geld fließt den Hereros zu und die anderen 8 Stämme, die es dort gibt, sehen nichts davon und haben unter einer erheblichen Benachteiligung zu leiden. Aber so ist es halt nun mal. Wenn Heiko Maas und Frank-Malter Steinmeier mal wieder losschlagen in ihrer Kernkompetenz, dann kommt halt sowas raus, ja. Ja, ich bin immer wieder fasziniert, Peter, was du für geschichtliche Hintergründe hier beisteuerst. Und umgekehrt ist es tatsächlich, wie du sagst, ich habe oft genug davon geredet, dass Parteien die Negativauslese der Gesellschaft darstellen und dass an die Spitze nur kommt, wer gewisse andere Voraussetzungen erfüllt. Aber eben dann doch unter dem Strich sehr oft dokumentiert, dass er historisch nicht besonders bewandert ist und auch von aktuellen Zusammenhängen offenbar nicht immer alles versteht. Und dann kommen eben solche Entscheidungen bei raus. Haben wir noch was? Fällt mir gerade ein. Ja, ich würde noch mal gerne auf die Migrationspolitik zurückkommen. Wir waren ja eingangs genau bei dem Thema und haben ja die Schweiz und die EU thematisiert. Und man darf auch, wenn die Berichterstattung in Deutschland das natürlich nicht groß breit tritt, nicht übersehen, was sich gerade Spannendes an der südenglischen Küste abspielt. Dort ist schon seit geraumer Zeit ein gewisser Migrationstransfer eingerichtet, bei dem von Frankreich aus immer wieder Migrantenboote mit Hunderten von Migranten, in der Regel junge afrikanische Männer, nicht von Frankreich, Entschuldigung, von Calais aus, nach Großbritannien streben. Und da ist es so, dass die britische Küstenwache das ziemlich rigoros unterbunden hat und auch schon immer wieder dafür gesorgt hat, dass die ankommenden Migranten dann auch zurückgeführt werden. Aber einige bleiben halt aus welchen Gründen auch immer dann doch da. Und in den letzten Wochen hat also dieser Migrantenansturm wieder mal eine gewisse neue Dimension erreicht. Und das führt entsprechend in der Presse und in der Bevölkerung zu einer recht großen Unruhe und Forderung an die Politik, da viel rigoroser zu sein, jedenfalls aus den Kreisen, die der Regierung zugewandt sind. Und jetzt muss man mal die Verhältnismäßigkeit sehen oder die Verhältnisse, und deswegen führe ich das an. Wir reden hier, und der Peter hat das am Anfang ausgeführt, von 40.000 Menschen, die pro Jahr laut irgendeines Papiers dann nach Deutschland transferiert werden sollen. In Großbritannien geht es um 400 Leute in der Woche, die da angelandet sind. Und da ist entsprechend schon richtig was los. Du blendest gerade die Bilder ein. Die Welt hat ja dankenswerterweise berichtet. Da ist also in der Bevölkerung natürlich schwer was los. Vor allen Dingen in den Teilen der betroffenen Regionen, wo die Personen anlanden. Aber hier sieht man mal, was möglich ist, wenn man nicht mehr Teil der EU ist. Die britische Politik ist nun relativ frei, dort zu agieren.
und ergreift eben auch entsprechende Maßnahmen. Aber es geht eben dort im Grunde um einen Bruchteil von illegalen Einwanderern, ganz im Gegenteil zu Deutschland, wo der Faktor eben viel größer ist und wo man illegale Einwanderung anscheinend auch noch zu begrüßen gedenkt. Ja, und ich meine, um da nochmal den Bogen zu schlagen, was du ursprünglich gesagt hast, wegen Überalterung und so weiter, durch das neue punktebasierte Migrationsgesetz, was sie unsere Innenministerin da erlassen hat, versucht man ja gerade die Starken, die Guten, die Intelligenten, die Leistungswilligen für das Land zu gewinnen. Ja, also man kann das schon. Man muss halt die richtigen Anreize setzen und man muss halt dann versuchen, die richtigen Leute auch was anbieten zu können. Und ein modernes Einwanderungsgesetz wird ja nach wie vor von Frau Merkel abgelehnt. Ja, es soll ja eine Zuwanderung erfolgen, unabhängig von der Qualifikation. Ja. In dem Moment, wo eine linksideologische Regierung am Ruder ist, haben solche Themen natürlich keine Chance, sachlich behandelt zu werden. Und das ist ja das Erfreuliche in Großbritannien, dass also die Regierung Johnson dort im Grunde völlig emotionslos, sondern sachorientiert Politik macht an der Stelle. Ja, ich bin vorhin gerade mal weggegangen. Das ist das Buch, von dem ich meinte, wir können das ja nachher dann mal den Link dazu machen, zum Thema, wie der Brexit zustande kam und wie es kam, wie es kommen musste. Sehr empfehlenswert, sehr gut geschrieben, entsprechend dick, aber eigentlich ein Muss für jemanden, wenn man politisch sich einigermaßen für sowas interessiert. Ja, es sollten vor allen Dingen die handelnden Verantwortlichen mal lesen, aber die haben natürlich kein Interesse daran, sich weiterzubilden. Ja. Sonst müssten sie aus ihrer Ideologieblase austreten. Nein, das ist ja auch zu viel verlangt. Lesen, also bitteschön, wofür gibt es denn die YouTube. Tagesschau und Anne Will? Das reicht doch. Die erklären uns doch, wie die Welt zu funktionieren hat. Und nicht zuletzt, wenn es um Energiefragen geht, kann man ja Frau Baerbock fragen. Neuerdings gibt es ja auch gerne Tipps, mit welcher Kohle man am besten grillen kann. Echt? Kam das jetzt auch schon? Zertifizierte ja. Grillkohle, ja, die gibt es. Und vielleicht eins wollte ich noch abschließend sagen. Wir hatten ja vor einer Woche in der Ausgabe für Eigentümlich Frei, liberale Warte, das Thema ESC-Contest. Und ich habe mir dann tatsächlich mal versucht, das Video des deutschen Beitrags anzuschauen, der ja in Großbritannien für ganz arge Belustigung gesorgt hat. Und ich habe es wirklich nicht bis zum Ende geschafft. So peinlich, also Teletubbies auf Ecstasy stelle ich mir harmlos dagegen vor. Und der junge Mann, ich meine, der ist selber schuld, der da als Interpret aufgetreten ist. Aber da können ja nur Künstler, die früher sowas gemacht haben, froh sein, dass es da noch kein Internet gab. Das läuft dem ja ein Leben hinterher. Also ein solcher Auftritt, eine solche Blamage, dafür steht Deutschland. Da kann man sich tatsächlich, was mir früher nie über die Lippen gekommen wäre, da kann man sich wirklich einmal dafür schämen, dass man Deutscher ist. Aber kann ich nochmal zwei Dinge anfügen? Ich kenne jemanden, der kennt den noch aus Hamburg. Und der Typ war schon immer politisch korrekt auf links gebürstet. Der ist immer noch stolz drauf, dass er das gemacht hat. Also ich glaube nicht, dass sich da was ändern wird in seiner Einstellung. Und das Zweite ist, derjenige hatte mich dann eben auch darauf aufmerksam gemacht und ich habe dann dieses Video angesehen und mir fiel dann auch wirklich nichts mehr ein, als ich diese Frau mit dem Handschuh über die Bühne laufen sehe. Und der Handschuh hat ja das hier gemacht und das ist ja in Großbritannien das Zeichen für FU. Und auch hier wieder ein kleiner Ausflug in die geschichtlichen Zeiten. Weiß nicht, ob ihr das wisst, woher das kommt mit dem statt mit dem. Na? Das war zur Zeit des Hundertjährigen Krieges. Und zwar ein englischer Langbogenschütze musste, um diesen Bogen mit dem Zug spannen zu können, brauchte der beide Finger. Und das ging nur mit den beiden. Er kann das nicht die unteren beiden nehmen. Jetzt kamen die französischen Ritter im Harnisch goldpoliert auf ihren Pferden daher. Und die wollten natürlich nicht von einem Bauern, der so einen Bogen abschießen kann, sich auf den herablassen. Das Dumme war nur, die konnten mit ihren Langbogen auf 200 Meter zolldicke Eichenbohlen und auch so eine Rüstung durchschlagen. Das heißt, der einfache Bauer konnte mit dem Langbogen einen edlen Ritter vom Pferd ziehen, schießen. Und die Franzosen haben dann jedes Mal, wenn sie einen Langbogenschützen erwischt haben, dem mit der Axt die beiden Finger abgeschlagen. Und wenn es dann in die nächste Runde ging, kamen dann die Engländer und haben dann die Finger gezeigt, so nach dem Motto, hier, schau mal her,
Du sitzt zwar auf dem Pferd und deine Rüstung hat so und so viel gekostet, aber ich kann immer noch mit in meinem Bogen schießen. Sehr schön. Ja, ich finde das auch zum Abschluss eine wunderbare Anekdote, die man da weitergeben kann. Dann sage ich einfach mal, wir werden alle Informationen, insbesondere das Buch, im Video unten verlinken. Herzlichen Dank, lieber Peter, lieber Ramin. Und hoffentlich sind wir nächste Woche wieder pünktlich zur gleichen Zeit wieder da, dass wir wieder eine neue Folge abliefern können. Also, bis dann. Tschüss. 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 So, mal gerade so.